Was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zur Folge Folge? 112. Nein, Ja, wie 28. 28? 28. 28, habt ihr gehört? Mit Stream, alles zusammen. Läuft. Alter, aber sowas von hier. Ja, ich wollte euch mal zeigen, was der Chris hier gemacht hat. Das Ding ist einfach nur scheiße groß und geht dann da ganz hinten. Ich komme da ja nicht hin irgendwie. Ja, Jetzt, dann das soll mach ja es so doch. sein. Ach doch, ich komme da hin. Nein, ich komme da nicht hin. Komm hierher. Nein, Komm hier ich will da durch. glaube ich gar nicht hin. Das sieht gefährlich aus. Nee, das ist abgesichert. Ich bin da schon runtergefahren, deswegen habe ich da abgesichert. Mächtig. Ja, macht das wieder zu, bevor irgendwelche Viecher wieder hier bei uns reinrennen. Das ist ja dann suboptimal. Ja, deswegen habe ich das immer so. Hat auch einen Vorteil. Du kannst immer schön die Viecher töten. So, wir waren jetzt bei Pipes stehen geblieben, hier bei Das dir. Witzige ist auch, sobald du den Stream startest und die sehen, was wir hier machen, hauen die alle ab. Echt? Ist keiner mehr da. Glaube ich zumindest. Ich weiß das nicht genau. Da steht auf jeden Fall keiner mehr. Ja. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir nehmen ja auf. So, genau. Wir nehmen ja auf. Was war jetzt mit den Pipes? Da wolltest du Du noch hast, einiges pass machen. auf, du hast hier Eisenpipes gemacht. Die hast du schon rausgenommen. Ja, da sind für eine Richtung nur. Richtig, die sind eigentlich nur für eine Richtung. Ansonsten nimmst du Ja. Steinpipes eigentlich. Es sei denn, du willst das ganz toll haben und nimmst Goldpipes. Das Problem Nein. ist, eine Goldpipe zum Beispiel, die verbindet sich mit jeder Pipe. Aber Genau, das ist das Steinpipes und Problem. Cobblestone-Pipes kannst du Genau. wieder schöner abgrenzen. Deshalb würde ich dafür Richtig. Stone würde ich dafür nehmen. Die sind etwas schneller. Ich habe da Müssen wir was uns aber erstmal gefunden. bauen. Das heißt, ich muss mal ein bisschen Dings holen. Wahrscheinlich ist es jetzt gerade wieder dunkel draußen, ja. Oh, Und wir Flüssigkeit, brauchen ja. Kaktus. Lass uns mal eben pennen gehen. Wir gehen schlafen. Und dann holen wir mal eben Kaktus. Geh in dein Nagelbett. Du hast ja noch gar nicht gesehen, was da an deinem Schild steht, ne? Nee, hab ich nicht. Nee? Da Nee. bist du. Nagelbett. Ah, ich stehe Ja, drauf. ich. Alter, ich habe ein Wasserbett. So. Ich brauche, wenn du mal nichts zu tun hast, ja? Wenn ich nichts zu Dann tun könnt. habe, das möchte ich ja auch erleben, weil ich immer nichts zu tun Ja. habe. Oh, du hast mehr Kakteen gemacht. Schön. Ja. So, Aua. hier sind. Ah, Stein, Flüssigkeitsrohr. 24 Stück, perfekt. Hab Hast ich du? doch alles. Ja, klar, in Jetzt mein bin ich schon Lager. dabei, hier Kakteen zu holen. Lager. Kakteen. Ah, Zitrus. da ist schon wieder ein Creeper, der da rumrennt. Hier, nicht Kakteen, sondern wie heißt das Zeug? Dichtung sind schon 74 im Lager, ne? Das ist bei Sand, Ja, Glas. ich hatte ja auch welche ercraftet, das stimmt. Aber hier ist nicht Kaktus, ne? Hast du Kaktus auch einsortiert? Nee, ich habe nur Dings gemacht. Ich mach das sofort als Dings gemacht. Achso, warte mal, ich lege mal noch mehr Sachen rein. Hier, das Gummi, hast du Gummi einsortiert? Gummi. Mal Ich gucken, wo weiß, das dass es reinpackt, ankommt. noch nicht, was noch nicht einsortiert ist, kommt bei Reste. Dann kann ich das hinterher mit einsortieren, verstehst du? Ja, wirst du müssen. Ja, das ist ja nicht das Problem. Ich werd dich quälen damit. Ich Kannst du werde mich quälen? dich Mach dir mal damit keine Sorgen. quälen. Ich werde dich damit quälen. Nee, nee, So. nee. Hast du denn schon eine Draufen-Engine? Ja, ich Hast brauch, schon was eine ich jetzt. gebaut? Ja, sicher. Wo denn? Da. Darf ich die sehen? Das ist er. Wo? Wie meinst du? Die Holzinsel? Nein, eine Draufen-Engine hier, so eine Engine hier, so Ach, eine. Dampf habe ich. Nein, habe ich noch nicht. Ja, wo willst du denn jetzt den Dampf legen? Da nützt dir ja gar nichts, Junge. Ja, ich muss doch wissen, wo Was die hinkommt. kostet denn so eine Engine? Die kostet doch wieder Milliarden, ey. Ist doch egal. Engine. Und wir wollten haben eine. Lass mich mal lügen. Ja, Commercial könnte man natürlich auch machen. Industrial. Da brauchst du die Stahlplatten für und Stahl Gears. Soll ich mal eine So, machen? ich brauche, was ich jetzt brauche, ganz Darf ich die viele. Engine machen? Darf ich eine Engine machen? Darf ich eine Engine machen? Ja, macht eine Engine. Ich brauche Leitung. Ich brauche ganz viele Leitungen.
Leitung jetzt. Huch. Was für Leitung? Ach so, ja. Du hast doch genug. Ah, die ja, sind doch billig. Die kosten doch nichts. Nee, ausgezeichnet. Oh, der hat den. Nicht, dass der noch hier das ganze Stil verbraucht. Dann bin ich nämlich am Arsch. Dann kann ich den nämlich nicht bauen. 8 Stück komme ich, glaube ich, mit aus. Für alles, 2 Gears. Alles da drinne, was du brauchst. Muss sowieso mal gucken, wie die. Was? Was ist denn Tin Gear Bashing? Ah, okay, das kriege ich hin. Nee. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 Stück, ne? Machen wir. Ach, 4. Oh ja, toll. Dann habe ich zu viele. Macht ja nichts. So, dann haben wir schon mal die beiden. Und dann, sag mal, ich habe im Überschuss produziert, weiß ich ganz genau, Pistons, wo sind die? Ja, wo sind die Pistons? Im Lager. Wo? Ich werde wahnsinnig mit deinem Lager. Ich werde wahnsinnig mit deinem Lager. Ich werde wahnsinnig. Ich brauche Glas. Hab ich hier gerade. Brauche ich nicht mehr. Bereichen. Warte, ich gebe dir Glas. Dann habe ich alles. Dann habe ich alles. Dann habe ich alles. Nein, ich will dein Glas nicht. Nein, ich will dein Glas nicht. Nein, nein. Hier waren gerade noch Stahlplatten drin. Ah, Niederknie. Geil, ne? Ah, scheiß die Wand an. Und jetzt haben wir eine Industrial Steam Engine. Wie geil ist das denn bitte? Guck mal, ich lege dir hier noch was ganz Tolles in deine Kiste. Kannst du gucken. Juhu! Was? Wo? Wer? Wann? Warum? Ich würde einfach sagen, du gehst mal weg. So. Und dafür kommst du dahin. Du dahin. Ja. Wo sind die Pipes? Hallo. Das ist nicht schön so. Ich will das, wenn dann wenigstens halbwegs schön haben. Junge. Oh, pass mal auf. Leitung. Da liegen wir welche. Hinter dir. Da, rechts, links. Nimm die Leitung auf. Ich habe keine Zeit. Die verliert die wieder weg. Ach Quatsch, die halten 5 Minuten. So, wo ist meine Axt? Weil ich muss jetzt hier noch eine. Kann ich da jetzt noch durchgehen? Nein! Es läuft. Ah, das ist schon besser. Alter, Dampf. Gib Dampf. Und? Ich warte. Ja, ich brauche eine Zeit. Okay. Ist jetzt ist verbunden und Dampf ist drauf und oh, da ist aber. Hast du einen Schalter an dran? Ja, aber ich will erst warten, dass die auch Dampf aufbaut. Und bis jetzt tut sie das nicht. Nee, ohne Schalter baut die keinen Dampf auf. Oh, okay. Au, oh, ja, du hast recht. Ja! Ja, weißt du, ich habe ein Singleplayer gezeigt. Ah, geil! Hör das Geräusch! Jetzt, das Ding geht jetzt ab. Ich will das sehen. Ah, das toll, das kann man nicht sehen, weil das so weit weg ist, ey. Oh Mann, hier sind schon wieder Monster. Aber hier siehst du gar nichts, Junge. Gar nichts siehst du hier. Oh, was habe ich denn hier? Eisernes Flüssigkeitsrohr, nein. Pflasterflüssigkeitsrohr, du Idiot. Ey Junge, wie weit geht das?
Geht das, ist das überhaupt noch im Chunk? Wird das überhaupt noch geladen? Was? Wenn man so von der Seite guckt, dann sieht man ein bisschen was. Ah, die muss jetzt auch erstmal langsam anlaufen, ne? Das dauert noch eine Weile, ne? Die läuft noch nicht wirklich. Aber man sieht, wenn die pumpt, dann sieht man schon in dem Moment, wie der Stromstrahl dicker wird. Ja, jetzt kommt sie. Boah, die hat. Wo macht er jetzt weiter? Jetzt fährt er schon wieder da hinten. Warum ist er nicht bis hierhin gekommen? War das schon ein Loch? Hm, merkwürdig. Er hat ein Loch. Es ist sehr dunkel da hinten. Es ist sehr dunkel. Aber lass doch mal richtig Gas geben jetzt. Die ist ja noch gar nicht richtig fröhlich, die Maschine hier. Ich weiß auch nicht, ob der. Irgendwie steigt das hier gerade gar nicht. Erzeugt der überhaupt genug Dampf? Kann Ja, das sein, dass hallo, der der. Dampfkessel zu klein ist? Also doch, ey, der ist nicht so klein. Ja, weil der ist ja auf Volldampf quasi. Ja. Aber guck mal, die Dampfröhre, die ist fast leer hier. Hallo? Willst du mich gerade veräppeln? Du Das musst den ist Dampf scheiße. rauspumpen. Das ist scheiße. Hallo? Pass mal Du musst auf. den Dampf rauspumpen. Nein, der kommt von alleine. Guck, siehst du, dass der kommt? Ja, Und der jetzt kommt kommt. er nämlich, glaube ich, besser, weil diese Holzröhre war Quatsch. Ja, ich habe jetzt gedacht, da Das ist müsste ein Dampf. Rohr drin. Muss ja Dampf nicht pumpen. Dampf ist ja Druck. Der Ja, sollte von stimmt. alleine kommen. Und ich hoffe mal, die So. steigt jetzt noch ein bisschen. Aber macht sie auch nicht wirklich. Er dauert. Der muss erst, der geht auf die linke Seite, siehst du doch, rechts. Da siehst du doch, der geht langsam hoch. Siehst du das? 40. Ja, das stimmt, der steigt jetzt. Das stimmt. Das dauert ein bisschen. Das stimmt. Schreibt irgendeiner irgendwas? Nee, ne? Könnt ihr Nein, schreiben? nein, nein, nein. Könnt ihr schreiben? Hallo? Ich hoffe, ihr könnt schreiben. Hoffe, ihr könnt schreiben. So, die Leitung liegt hier auch. Ich glaube, das wird gut. Wenn der erstmal richtig loslegt, dann wird der richtig schnell. So, die Leitung liegt hier auch. Stoppen da, Was? das braucht nicht an sein. So. Cool. So, was wollte ich denn jetzt noch machen? Ich hatte bestimmt noch andere Sachen vor. Warte mal, ich habe noch was für dich. Wo bist du? Hä? Bin schon weg. Was kommt denn hier Das raus? Hier ist. kommt was rausgeflogen von hier oben. Ihr, Das ist was ist dunkel hier? hier. Wo, was, Komm mal wo? ganz schnell her. Irgendwo hast du Scheiße gebaut. Mein Vater hat Scheiße gebaut. Hier liegt was. Siehst du das? Nein! Nein! Natürlich, das geht natürlich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich stehe schon mal, guck nach oben geflogen. So, Raus. jetzt können wir schon mal das Öl abpumpen lassen. Sollte eigentlich funktionieren? Ja. Ich habe ja noch einen Mazerator. Gut. Er pumpt das jetzt das Öl schon. Oh, hier ist ja noch mehr. Noch mehr? Oh, Ja. ja, einsammeln. Ich brauche das. Und sei da vorsichtig mit, das strahlt. Nein, das strahlt nicht. Ja. Warte, warte, ich möchte dir was geben. Ich möchte dir unbedingt was geben. Ich möchte dir das geben und ich möchte dir das Achso. geben. Ja, klar, jetzt habe ich wieder alles hier bei. Warte, hier, nimm mal das da. Das verstrahlte Zeug. So, jetzt wollte ich die Ich andere will das Maschine nicht. machen, dass wir unser Zeug verbrennen können, das unser Teeröl. Bei Leitung liegt auch schon da. Für Teeröl. Wäre eigentlich auch nicht schlecht, wenn das direkt hier reinlaufen würde. Aber ich weiß, nach oben kann ich das, glaube ich, nicht rausziehen, oder? Mal gucken, Das wie könnte man wird mal man das ausprobieren. Öl? Mal gucken, wie das gebaut wird, das weiß ich nicht. Einfach mal so. Da ist der doch. Boah, jetzt muss ich immer in dieses Ewigkeiten entfernte Lager laufen. Kannst du Oh. das Lager nicht näher hinten an dem Gebäude bauen? Hast du gelitten gerade? Hast du echt gerade gelitten? Ey, Eisengitter haben wir auch. Feuerzeug Bitte. Heimat. Nein. Bitte Größe.
Ja, was baust du das auch hier hinten? Weißt du, wie lange ich da dran gesessen habe? Hm, Warte weiß mal. nicht, Stunde vielleicht. Eine Stunde? Boah, deine scheiß Cobblestone-Dinger, die kannst du dir ja irgendwo hinschieben, ey. Die brauche ich, ey. So. Die Steine sind viel besser. So, dann brauche ich einen Ofen. Jetzt muss ich Ewigkeiten muss ich laufen. Normalen Ofen. Muss mir erstmal Turnschuhe bauen. Oder? Falten an der Ofenöl. Ah, das sieht vielleicht gleich nicht mehr so schön aus hier, aber das wird praktisch. Ich weiß auch gar nicht, ob das Eimer und funktioniert. Stahlplatten brauche ich einen Eimer. Eimer habe ich auch irgendwo hier gesehen. Wenn wir das oben rausziehen. Ich weiß nicht, ob der das macht. Früher hätte das Eimer. geklappt. Davon haben wir auch noch einen. Super, perfekt. Solange lässt du unsere Ressourcen nach, ey. Ressourcen? Ressourcen, Ressource. Unsere So, habe Ressourcen. ich. Komm, wir machen mal kurz einen Test, ob das geht. Dann bräuchte das erst gar nicht schön machen. Ja, dann mache Pump ich das mal. so. Jo, geht. Alles Eisen. klar. Dann, Eisen. Eine boah, Grube. diese Spinnen gehen mir so auf den Piss, Ein. ja. Ach, ich habe wieder keine Platten. Dann machen wir das da rein. Geht das? Jetzt sag nicht, das geht nicht. Doch, geht. Dann kommt das direkt hier an. Und in die Kiste möchte ich auch den Anzug packen. Weil das macht doch mehr Sinn. Und dann nehme ich natürlich nicht den kaputten, sondern den ganzen. Wegen der Der Sicherheit. Ofen. Ja. Wegen der Sicherheit. So. Wenn wir davon gleich genug haben, kommt das erstmal hier rein. Dafür brauchen wir auch nicht den Anzug. Kann ich schon mal aufheizen. Heiz schon mal auf. Ach, Wir haben jetzt doch verbrenne ich Strom. unser. Jetzt geht's einfach richtig ab da unten. Ich habe für Teerölverbrennung gemacht. Wir brauchen unbedingt neue Uranzellen, weil die sind echt kurz vor Ende. Aber eine habe ich noch. Eine habe ich noch. Aber, oh, hier kann ich die anpacken. Oh, ich habe jetzt echt gedacht, ich sterbe gleich, ey, weil ich die Uranzelle angepackt habe. Ich glaube, solange du die nicht in dein Inventar packst, ist das noch nicht schlimm. Also solange die in der Kiste bewegst, kannst du das machen. Okay. Da guck. Ich bin eine faule Sau, ja? Bin ich eine Ja, faule Sau? klasse. Ja! Aber sowas von. Hier werden wir noch geil automatisieren. Ich will hier alles automatisiert haben. Was habe ich denn hier noch alles drin, ey? So eine Geraffelkiste. Aber so verkehrt ist das gar nicht. Klasse. Wie soll ich das Wasser jetzt da wegkriegen, ey? Oh, Wasser. Ich muss das Wasser jetzt. Sind da noch andere Mobs? Eine kleine Ratte. Explodiert mir doch, ey. Wenn ich das Wasser anschließe. Runtertemperatur. Höre ich sie schon wieder. Ja, komm, lass uns das mal direkt da reinklatschen. Mach mal ich hierher. Können wir direkt alles verarbeiten. Ich überlege, ob ich noch so ein Dings baue. Der Dings sind immer so gut, verstehst du? Dings finde ich geil. Also, Ja. Dings ist super. Pass mal auf, ich möchte mal sehen, ob ich den Reaktor nicht doch noch einen Tacken tun kann. Dafür ziehen wir uns dann mal die Klamotten besser an. Dann gib mir den mal her. Ja gut, ich habe jetzt leider nicht genug Abnehmer. So wird er 25 liefern. Aber ich gehe mir davon aus, dass er auch in der Temperatur steigt. Oder steigt er gar nicht? Guck mal, der läuft und steigt nicht. Ich meine, es wäre auch gar nicht so schlimm, wenn er steigen würde. Spätestens bei 2000 Grad schaltet er ab. Von daher passieren kann eigentlich nichts.
Alter, wir können den Reaktor auf 25 EU laufen lassen. Und der wird nicht wärmer. Dann würde ich sagen. Der hält die Temperatur. Mit 3 Zellen kann ich den auf 25 laufen lassen. Cool. Das ist so cool. Ich kann es gar nicht glauben. Jetzt zeigt er 5 Stunden an, wegen der einen Uranzelle, die da noch funktioniert. Aber wir machen ja jetzt neue. So, jetzt kann ich schon eine neue machen. Ich könnte theoretisch sogar so eine doppelte craften. Ich weiß noch nicht, wofür das gut wäre. Brauchen wir eigentlich nicht. Und wenn mit den leeren Uranzellen, ne? Mit den leeren Uranzellen kann man was machen. Ich weiß nur nicht mehr, wie das geht. Ich muss mir nochmal schlau machen. Da kann man so einen Breeder. Aber der heißt nicht Breeder. Das war anders, das lief anders. Aber man kann einen Breeder bauen und kann die wieder enrichen irgendwie. Das muss ich mir nochmal reinziehen. Da muss ich mir möglicherweise mein eigenes Video nochmal angucken, wie das funktioniert hat. Dann muss ich überlegen, warte mal, ich muss da hochkommen. Da komme ich nicht hoch, weil die Scheiße da ist. Aber ich kann hier hochkommen, wenn das klappt. Hoffe ich. Was ist das denn für einer? Heat Generator? Das oh, das gehen. Ist nicht schwierig. Das kann man bauen. Da könnte man sowieso noch welche von bauen. Brauchst du nur Basic Machine Casing und Lead Plates. Und Lead Plates können wir jetzt mal eben auf die Schnelle bauen. Dafür sollten wir Material schon haben. Wenn der das schon durchgezogen hat. Da ist Lead, da ist Lead. Wenn wir 16... Ich weiß nicht, ob die gepresst wurden oder so. Das kann sein, dass die nur gepresst werden müssen. Leadplate, ne? Das sind normal. Das sind normale. Das ist cool. Dann baue ich jetzt noch... also 4. Wir haben 16 in Auftrag gegeben. Das heißt, ich kann 4 Chamber bauen. Das heißt, ich brauche 4 Machine Casings. Komm, das ist sowieso egal. Kann ich mal eben ein paar bauen hier. Und direkt, das mache ich extra so. Und direkt hier nochmal... Davon welche bei, die brauchen wir sowieso bald. Davon haben wir noch welche. Davon können wir auch noch ein paar machen. Ich glaube, man hat das, hat man. Kann der schön arbeiten. Ich denke mal, jetzt wird der Reaktor schön durchlaufen. Mal eben Controletti machen. Ja. Ja, es wird weniger. Selbst bei 25 EU wird es weniger, wenn wir richtig Stoff geben. Eine zweite Speicherstelle für Strom wäre auch nicht so verkehrt, glaube ich. So eine. Ja. Oder wir machen eine MFE. Was hältst du davon? Eine schöne MFE bauen würde bedeuten, ich brauche 16 Diamanten dafür. Für eine MFE. 16. Aber ich habe gesehen, wir haben da noch ein paar Diamanten. Wäre gar nicht so übel, ne? Oh, ich hätte voll Bock auf eine MFE, ey. Lass uns eine MFE bauen. Warum bin ich jetzt nicht oben lang gegangen? Ich bin ein Horst. Das macht der Gewohnheit, ey. So, und weil die Folge 27 nur so kurz war, in Anführungsstrichen, machen wir die 5 Minuten länger. So, 16 Diamanten. Dumm, die dumm, die dumm. Keiner hat's gesehen. Was denn? Nix. Ich hab nichts genommen. Ich hab nicht 16 Diamanten genommen. Achso, das ist jetzt der Mazerator. Der kann jetzt so aus. Da machen wir so. Dann brauchen wir dafür
Auf Nein, jeden also Fall das noch wäre Horror. einiges an Redstone und goldene Das Kabel. meiste Horror brauche ich. Goldene Kabel kriegen wir locker hin, das ist kein Ding. Ich glaube, wir haben sogar noch welche. Da siehst du, vier Stück. Vier. Steiners Wasserrohr. Wo ist jetzt Gummi? Hast du Gummi schon sortiert oder? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. 32 und ich. Nee, ich brauche nur 8, ne? Lass uns mal 16 mitnehmen. Kannst du immer mal gebrauchen. Wasserrohr. Eiserne. So haben wir 4 davon und Redstone. Sollte reichen. Ich hoffe, dass das reicht. Gib mal Gas, Junge. Jetzt verbraucht er erstmal richtig Strom. Boah, was noch cool wäre, wenn man so eine Anzeige bauen könnte, die dir sagt, wie viel Strom in so einem, in so einer Box drin ist, ne? Aber ich glaube, das geht Ja. nicht, ne? Nee. Mit so einem, mit so einer Sensor, Reaktor, das ist nur für Reaktoren. Aber gibt es das vielleicht auch für. Oh, Strom ist alle. Ja, den habe ich jetzt mal derbe leer gesaugt. Hör mal auf. Junge, Junge! Ich muss den Reaktor wieder umbenennen. Junge! Achso, der ist fertig. Cool. Dann lass uns die Dinger bauen. Weg. Geht er da hoch? Kommt Wasser So, rein? wie war das jetzt? Wo sind diese Location Cards? Wie heißen die denn nochmal, ey? Komme nie auf den Namen, ey. Wie so oft. Geschafft. Ach, das ist er doch. Remote Sensor Kit. Energy Sensor Kit. Energy fucking Sensor Kit. Ist Ey, das das könnte funktionieren, deineres? ey. Okay, MFE. MFE. Oh, so was will ich haben. So, jetzt wird das So was will ich nächste. haben. Das Teeröl wird jetzt auch verbrannt. Zur Info. Ach, Moment, ich muss doch irgendwas noch mit den Dingern machen, ne? Oder? Habe ich da jetzt zu so viele von? Nee. Energy Crystal. Ach so, ein Kompressor. Piss die Wand an, ey. Könntest du mal langsam wieder ihr Dings einschalten? Was denn? Hier, zum Beispiel hier unsere Farm, dass sie mal ein bisschen farmt. Läuft die nicht mehr? Oh Ja, mein weiß ich nicht, Gott! weil hier kommt kein Holz mehr, keine Kohle mehr an. Na toll. Wir müssen das unbedingt automatisieren, dass der automatisch Kohle kriegt da unten. Ja, deswegen. Nur eingeschaltet. Damit kommt er schon automatisch hier unten hin. Irgendwie muss ich mir da was einfallen lassen, dass der automatisch Kohle kriegt. Das wird nicht so einfach. Der hat Ja. aber. Nee, du kannst das ja auch mit Dings machen. Soll ich dir mal was sagen? Ja. Die Farm ist nicht schneller. Die Farm schafft nicht mehr Holz. Die schafft Ey, nicht mehr die Kiste Kohle. ist doch, wenn das an ist, dann kommt mehr, glaub es mir. Die Farm arbeitet aber. Ja, weniger. Wenn das Ding nicht an ist, farmt er echt weniger, glaub Dann es mir. das Ding ist an. Okay, dann dauert ein bisschen. Die Farm arbeitet. Weil hier kommt Und aber die keine Kohle arbeitet, an, ja, und da kommt großartig. wieder ein Holz. Aber schneller macht die kein Holz. Die braucht hier Dings. Ja, normalerweise ohne dem geht es überhaupt nicht. Aber schneller macht die kein Holz. Also, das ist, da müssen wir noch eine Farm bauen. Dann bauen wir doch eine Farm.
Weil mehr Holz kommt da nicht raus. Bauen wir die Farm am besten hier, genau hier oben drüber. Ich meine, das ist ja scheißegal, wo sie ist. Die bringt ja kontinuierlich Holz. Ob jetzt in der das Holz in der oder die Kohle in der Röhre ist oder nicht, die kommt ja kontinuierlich an. Guck mal Ist ja her. nicht so, dass die nicht ankommt. Der verbraucht die zu schnell. Ich meine, aber hier in der Röhre ist noch unheimlich viel, ne? Das Ja, darfst du aber nicht hier. unterschätzen. Hier, dein Teeröl wird verbrannt. Siehst du, dass hier Kohle kommt? Ja. Teeröl? Wer verbrennt Teeröl? Hier, der hier. Was bist du denn Macht für auch einer? Dampf. Ja, auch Dampf. Ja, ist das schon mal was? Der sieht ein bisschen klein aus. Ja, ich konnte noch nicht Guck mal, größer und die bauen. ist voll. Also bleib erstmal ruhig. Ja, macht immer keinen Stress. Boah, Wenn die kriegt jetzt die Druck. füllen wir ja gar nicht mehr auf hier. Die Dinger, die sind jetzt leer, die werden abgebaut. Uninteressant. Da können wir noch so ein Dings hinbauen. Hier so eine Industriedampfmaschine. Würde ich gar nicht. Du siehst doch, wie viel die jetzt schon verbraucht an Holz. Und die ist schnell. Guck mal hier, der Strahl, was der für einen Strahl pumpt. Ach so, der ist auch schon fertig hier. Ah, sieht so aus. Guck mal, wie schnell die läuft. Ich meine, wie viel Material willst du rausholen? Das reicht für uns alle Male. Wir haben so viel Material jetzt, ey. Wir sind an der Sonne, Junge. Wenn das Ding mal kurz stillsteht, guck mal, hier sind schon wieder fünf drin jetzt. Sechs. Es kommt schon wieder was nach. Okay, ja, Also, das geht sich schon halbwegs ich habe nicht aus. gerechnet, dass die In der in der Röhre sind. Röhre sind etliche Stacks, ja? Und in der Maschine sind auch noch mal vier Stacks. Also, der zieht sich das erstmal alles rein. Dann sieht das so aus, als wenn das alles weg wäre. Ist aber gar nicht so schlimm. Das passt. Wo ich mich jetzt unheimlich drum kümmern muss, unbedingt, ist um neue Zellen für den Reaktor, weil die sind kurz vor aufgebraucht. Ja, wenn die bei 10.000 sind, sind die alle. Ich wollte aber unseren neuen Stromspeicher vorher fertig machen. Haben wir das schon? Weiß nicht, ob es das Ach ist. nein, den musst du jedes Mal rausnehmen, weil er den nicht stecken kann. Unverschämtheit. Mach mal fertig hier. Wo saugt der den Strom da raus? Ich geh kaputt, ey. Wir haben keinen Strom mehr, ey. Ja, ist gut, komm. Wir haben eher ein Stromproblem. Ich würde gerne den Reaktor lieber noch ein bisschen erweitern. Also wenn du Stromproblem hast, Aber ist kein Problem. Ich werde dann den brauche ich eine Reaktor Turbine. erweitern. Ey, ich kann eine Turbine bauen. Nee, wir machen den Eine Reaktor größer, Dampfturbine. Junge. Ich habe schon alles vorbereitet dafür. Ich habe schon. Ich habe Sachen. Chris, ich erkläre dir das nochmal. Ich habe Sachen. Was? Echt? Hast du Sachen? Ja. Ich habe Sachen. Pass mal auf, ich zeige dir jetzt, was ich habe. Komm mal her. Nee, kann gerade nicht. Ich muss gerade hier kontrollieren. Ah! Was war das? Siehst du, geht doch. Was denn? Christian! Christian Ja. 1501, ich grüße dich. Das ist das Hä? erste Wo? Mal, dass das geklappt hat. Das ist quasi eine Hey! Premiere. Grüß dich, Chrissy! Ja, genau. Noch ein Hä? Chrissy. Ey, mein Namensvetter, Alter. Das ist das erste Halleluja. Mal, dass das funktioniert hat. Ausgezeichnet. Halleluja. Modpack, Ja, jetzt. das Modpack ist ein selbst zusammengestelltes. Das war, ob das eine gute oder schlechte Idee war, wer weiß das alles schon. Der eine meckert, der andere nicht. Aber es ist ein selbst zusammengestelltes, wo nur so ein paar Mods drin sind. Du kannst einfach mal auf meinen YouTube-Kanal gehen. Da ist ja auch, da wird das Let's Play ja auch hochgeladen. Und unter dem Let's Play in der Beschreibung steht drin, welche Mods wir verwenden. Das sollte dann eigentlich reichen als Info, hoffe ich. Und das ist ein selbst zusammengebautes Modpack. Und wir haben noch einen Community-Server. Und wenn du möchtest, dann kommst du bei uns im TS, dann darfst du auf den Community-Server. Und dann kannst du mit dem Original den gleichen Modpack spielen. Da sind ein paar Wie Leute so, sind da ja. drauf, ja. Ja, Alter, wir passt haben eine doch. MFE.
Wir haben eine MFE. Wir haben eine MFE. Wenn dir das irgendwas sagen sollte. Ja, okay. Wer pumpt, das ist gut. Jetzt habe ich die ganzen Steine hier weggenommen. Ich Ich will nehme die mal jetzt einen da. erstmal weg. Nein. Und die Alle wieder. MFE kommt so rein. Ich hoffe, dass es nicht irgendwelche Maschinen jetzt explodieren, weil die zu viel Druck hat. Das Ey, wäre Alter, total keine suboptimal. Sch Das wäre echt super suboptimal. Also hier läuft alles. Ja, lassen wir uns mal überraschen, weil die hat einen Output von 512 EU. Ich habe das aber noch nicht erlebt seit der Version. Deshalb hab ich mich noch nie darum gekümmert. Aber normalerweise, die Dinger gibt es hier. Wie heißen die denn? Es gibt so Dinger. Dinger? Du hast recht, es gibt echt Dinger. Ja, das Ja, ist aber so echt, echt das ist Dinger. eben voll der Hammer, die Dinger. Manche Dinger sind echt. Ja, HV-Transformator, EV-Transformator, der transferierte den Strom runter, dass der nicht so heftig ist. Und falls irgendwelche Maschinen explodieren sollten, dann weißt du warum. Aber diese MFE Ich höre da nicht an den. speichert 4 Millionen EU. Und die wir vorher hatten, ja die CESU, die speichert gerade mal 300.000. Ach so, Moment, ich muss die noch umstellen. Nothing. Emit ist full. Okay. Wenn voll ist, geht das Ding automatisch aus. Und jetzt muss ich mich um den Reaktor kümmern. Wir Überlege sind bei gerade, ob. 36 Minuten, ne? Eigentlich ist Feierabend. Ja, wir machen, würde ich auch sagen, einen Ja, kleinen komm, Schlenker. ich mach noch eben die Rods fertig. Zumindest noch ein bisschen Uranium fertig machen, ja. Ich glaube, ich habe sowieso keine leeren mehr. Mal gucken. So, das heißt, ich konnte 5 machen. Damit kann ich 5. Fünf. Ich habe noch so ein Ding gehabt. Also, zumindest einen müsste ich noch haben. Ja, einen aber nur. Und ich weiß gerade nicht mehr, wie man die baut. Was? Das war jetzt aber Ich habe mal falsch. knallen hören. Nein. Ja. Wo? Ja, bei dir. Hör auf. Ich habe was knallen hören. Nein. Es hat Wuff Ich gemacht. habe Angst. Hör auf. Alter, nicht, dass uns irgendwelche Maschinen hochgehen. Ich gehe kaputt, ey. Wo sind, warte mal, die Maschinen? Ja, jetzt gehe ich, ich geh mal gucken, Also echt, hier sind noch alle das. da. Hier fehlt doch nichts. Hier sind doch auch noch alle da. Oder vertue ich mich jetzt? Stand hier irgendwas? Nö. Also bis jetzt sehen die alle. Der Bohrer ist auch noch da. Ach, der Bohrer. An den habe ich gar nicht mehr gedacht. Bis jetzt sehen die hier alle noch zufrieden aus, die Maschinen. Du hast echt nicht mehr an den Bohrer gedacht? Nee. Wo muss ich die reinpacken? Hier in die. In die, ne? Da rein und da rein. Ja, guck. Das gibt schon wieder ein. Oh Mann, ey. Boah, das wird mir jetzt auch noch fehlen, dass hier irgendwelche Maschinen in die Luft gehen, ey. Dann, boah. Das Das wäre war aber hart, wieder. ey. Das ist ja hammerhart, ey. Hallo, hast du nicht schon einen gemacht? Mach mal fertig hier. Gib ihn mir. Aber ist zu Ich wenig denke Strom hier drauf, ne? Im groß. Moment haben wir echt Stromprobleme. Und deshalb, wenn diese MFE voll ist, Soll ich mal fragen? dann haben wir auch mehr Druck drauf. Und falls dann wirklich was in der Luft geht, dann müssen wir das ersetzen und da noch so ein, müssen wir da noch was dran machen. Echt? Ja, mal die Sachen einlagern von die scheiß Auf Röhren jeden Fall und. haben wir gleich wieder genug Uran und haben damit auch wieder genug Energie. Ich würde sagen, ich bin fertig. Bist fertig mit den Nerven oder wie? Das auch. Er seht, er ist nervenfertig. Wo bist du eigentlich?
bin unten im Keller, wo ich hingehöre. Ja, das stimmt, Kellerkind. Ah, ich sehe dich. Ja, also das läuft gut hier. Ja, gucken wir mal. Und wie viel ist drin? Oh, ist leer. Aber es kommt, ja, es kommt. Wichtig ist, dass wir hinten dran denken, immer wieder ein bisschen Kohle nachzufüllen. Das kommt mal da raus. Die läuft aber nicht volle Pulle, die läuft gerade mal halbe Stärke, ne? Die könnte sogar noch mehr Druck vertragen. Das wird dir überhaupt nichts nützen, noch so ein Ding zu bauen. Der geht langsam hoch, der geht ja langsam hoch, der Druck. Und den will ich ja erweitern hier, den hier. Geht der immer noch hoch? Ja, die Temperatur geht noch hoch, drauf 570. 71, ja, die scheint zu steigen, das stimmt. Aber Steam ist voller Druck drauf. Mehr ja, Druck kriegst du auf den Steam nicht drauf, deshalb... Ja, man könnte eine zweite hinsetzen. Die wird dir nichts bringen, weil die läuft nur auf halber Kraft, die Maschine hier. Eine zweite kannst du gar nicht versorgen. Nee, stimmt. Sehe ich gerade. Ja, mal gucken, wenn der Druck richtig hoch ist. Ach, was, Junge, das läuft schnell genug, ey. Wo kommen die Sachen an? Guck mal hier, was da ankommt, ey. Wo bist du denn? Achso. Ohne Ende. Ja, ankommt alles. Au, scheiße, ich muss gucken, ob die Kiste hinten voll ist. Ja, eben. Kümmer dich mal immer da drum. Hast nichts davon, wenn du noch mehr Material ranholst. Okay. Ah, ist okay. So ist das auch nicht gerade sinnvoll, ne? Ich würde das in eine Kiste reinlaufen lassen und aus der Kiste rauspumpen in die andere. Na, ist auch doof. Doch, wenn wir das mit den Tubes machen, geht das. Ist auch egal. Christian, ist Feierabend. Ja, genau, ist Feuer. Ach, das ist dieser Block, ne? Ja, den muss ich... Ja, hier können die spawnen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid gleich wieder dabei. Oder nee, oder morgen. Genau. Oder denkt an Daumen hoch. Das gilt aber für YouTube, ne? Das gilt nicht für hier. Ja, genau. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis nächstes Mal. Tschüssi. Ach so, jetzt habe ich falsch gedrückt.